Ja, servus Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video zu meinen Foot Champions Weekend League Preisen. Wir haben wieder die Weekend League natürlich gespielt, jetzt wo wir es wieder konnten, haben uns diese Woche wieder reingehängt und ich habe, ja, wie fast jede Woche Gold 2 geholt. Auch diesmal habe ich leider wieder so eine kleine Niederlagenserie drin gehabt, die eigentlich relativ unnötig war. Ich habe am Anfang mit einem anderen Team gespielt, mit dem kam ich nicht wirklich zurecht. Da habe ich gespielt mit Lukaku und dem Player of the Month Diego Costa im Sturm. Und die beiden haben sich, glaube ich, ein bisschen ähnlich, oder die waren sich ein bisschen zu ähnlich. Deswegen hat es nicht so ganz gut funktioniert. Ich habe dann umgestellt. Ich kann euch dann auch gleich mal meine Mannschaft zeigen, mit der ich auch diese Woche wieder antreten werde. Zunächst mal bekommen wir wieder 45.000 Münzen, zwei seltene Megasets und ein seltene Goldset, was ja jetzt auch nicht so schlecht ist, ist, denke ich, richtig gut. Wir bekommen natürlich auch diesmal wieder die Qualifikation und wir können auch mal ins Monatsranking schauen. Und dadurch, dass ich eine Woche nicht spielen konnte, stehen wir natürlich nur bei 46 Siegen, das heißt, wir können es noch in Gold schaffen, werden wir auch. Und Elite ist eigentlich unerreichbar. In 80 Spielen werde ich das nicht mehr schaffen, auf 112 Siege zu kommen. Das sage ich jetzt einfach mal, weil ich mit Gold 2 im Schnitt werde ich das auf keinen Fall schaffen. Naja, vielleicht im nächsten Monat dann. Da werde ich auf jeden Fall versuchen, das zu schaffen. Ja, wir kommen auf jeden Fall mal zu den Packs und hoffen natürlich, dass wir dort trotzdem was richtig Geiles bekommen. Wir haben einige seltene Objekte natürlich am Start. Beziehungsweise alle Karten, die wir hier bekommen, sind selten. Was auf jeden Fall ziemlich geil ist. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal direkt mit dem seltene Goldset. Hoffentlich direkt ein guter Spieler. Wir haben auch ein ziemlich nices Team der Woche dieses Mal. Und Ibrahimovic, Suarez, Eriksen second in Form, Dries Mertens, 87er Stürmer. Richtig geile Karten dabei. Und wenn wir davon natürlich einen ziehen, das wäre natürlich der Kracher, aber ich kann es mir nicht wirklich vorstellen. Das erste Pack war schon mal nicht wirklich gut. Wir gehen mal direkt zum seltenen Megaset. Kein Walkout, kein Inform, aber ja, Aurier ist nicht schlecht. Der ist wahrscheinlich noch so 2000 wert. Nehme ich jetzt einfach mal an. Ich bin mir da gar nicht sicher. Schauen wir mal nach. Ja, so um die 3000 ist auf jeden Fall ganz gut. Nehmen wir, denke ich mal, mit auf die Transferliste. Die anderen speichere ich mal im Verein. Rafinha haben wir hier noch, der könnte vielleicht noch weggehen. Ansonsten nichts weiter und wir kommen dann auch schon zum letzten Set. Drücken wir doch mal die Daumen, dass wir endlich mal wieder ein gutes Pack bekommen. Das ist kein Walkout. Aber ein großer Stern und das ist Banega. Jawoll. 84er Banega, die kann man ja aktuell ganz gut verwenden für die Challenges, die es gibt. Für die einzelnen Squad-Building-Karten für den Adventskalender in Footmas. Wo wir meistens 84er oder 85er Teams brauchen. Und da sind die 84er aktuell ein bisschen was wert. Der wird auch so um die 3000 Coins gehen. Da, genau, da stelle ich den auch gleich mal drauf für 2800. Dann geht er auf jeden Fall weg. Den Rest stoße ich ab und dann würde ich sagen, schauen wir uns mal meine Mannschaft an, die ich letzte Woche und auch in dieser Woche nutzen werde in Foot Champions. Ja, und so sieht sie aus. Wir haben eine Serie A Mannschaft und einen Premier League Angriff. Und ja, ich gehe einfach mal die einzelnen Positionen durch. Im Tor haben wir Gianluigi Buffon. Ihr seht jetzt, wir haben mit den 27 Spiele gemacht. Das heißt, 13 Spiele habe ich noch mit meiner alten Mannschaft gemacht, die ich wirklich nicht so gut fand. Aber ja, kann man nichts machen. Die fand ich auf jeden Fall richtig geil, die Mannschaft. Florenzi, der hat jetzt auch schon 3 Tore gemacht in 27 Spielen. Ist eigentlich ziemlich gut für einen Rechtsverteidiger. Hat mich 167.000 gekostet in der Innenverteidigung. Chiellini und Andrea Barzagli, den Movemba, den habe ich einfach genommen, weil er ein bisschen mehr Physis hat. Der normale hat ja nur 79 Physis und der hat natürlich, weil alle Movemba plus 5 Physis bekommen haben, 84, was ihnen richtig geile Verteidigerwerte gibt. Und deswegen habe ich ihn vorgezogen gegenüber Bonucci.
Ja, links haben wir da natürlich Alexandro, der auch ein richtig solider Außenverteidiger ist, da kann man nichts sagen. ZM, das gefällt mir wirklich richtig gut, dieses ZM. Wir haben Brozovic, der wirklich ein richtig guter Distanzschütze ist und auch spielerisch einiges drauf hat, auch sehr passstark ist und so weiter. Also den kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Genauso wie Nainggolan, der natürlich der Abräumer schlechthin ist. Also der läuft wirklich alles ab und räumt auch alles ab im Mittelfeld. Den kann ich euch wirklich empfehlen. Und Marco Parolo, SBC aus der ersten SBC in Footmess. Nummer 16 haben wir. Und der ist wirklich richtig gut. Also der gefällt mir ziemlich gut. Hat alles über 80, dadurch, dass wir ihm Catalyst geben, wo er nochmal Tempo Boost bekommt. Kommt er dann überall auf über 80 und ist absoluter Top-Allrounder, kann man nur sagen. Also der ist wirklich sehr, sehr gut. Dann haben wir im Angriff Eden Hazard, Player of the Month, der auch in dieser Mannschaft bei mir vor allem richtig aufgeblüht ist. Also der ist wirklich richtig gut geworden. Anfang war ich immer noch so ein bisschen skeptisch, wo ich ihn in so Premier League-Mannschaften drin hatte und so. Aber in der Mannschaft hat er mir wirklich richtig gut gefallen, hat jetzt auch eine recht ordentliche Bilanz, 47 Torbeteiligungen in 59 Spielen. Und ja, rechts haben wir einen Silberspieler, der ist eigentlich nur drin, um eine Verknüpfung herzustellen zu den anderen Spielern. Da wird dann ein anderer Spieler eingewechselt, auf den ich gleich noch eingehen möchte. Und im Sturm haben wir meinen Lukaku in der FUT Champions Edition. Der 86er in Form ist es natürlich. Und der gefällt mir richtig gut, hat in 45 Spielen jetzt 35 Tore und 19 Vorlagen. Ist ein richtiges Biest, hat auch mit Hunter ist er dann auch noch richtig schnell und im Abschluss sowieso überragend. Und ja, für den rechten Flügel wechsle ich Gareth Bale immer ein, jedes Spiel direkt am Anfang. Bringe ich Bale, weil er mir einfach als rechter Flügel mit Abstand am besten gefällt. Ich stelle allerdings dann um, setze Bale auf links und Hazard auf rechts, weil ich es mag, immer in die gegengesetzte Richtung zu schießen mit meinen Flügelspielern. Deswegen sieht es dann im Endeffekt so aus. Und ja, Sanchez und Kanté habe ich noch auf der Ersatzbank. Das sind einfach die Joker, falls die Mittelfeldspieler dann irgendwann keine Puste mehr haben, bringe ich die nochmal und die bringen dann auch nochmal ein bisschen frischen Wind rein und sind auch sehr stark in der Defensive, also um Spiele oder Führungen zu verteidigen, auch optimal. Und dann würde ich sagen, lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert meinen Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr im nächsten Video wieder reinschaut. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer Jules. Haut rein.